Pfeil und Text gehören zum Diagramm. Sobald Sie das Diagramm jedoch verschieben, bleiben die beiden auf der Strecke. Warum? Weil sie nicht im Diagrammbereich, sondern darüber liegen. So machen Sie es richtig. Klicken Sie zuerst das Diagramm irgendwo am Rahmen an, um es zu markieren. Jetzt weiß Excel, dass neue Objekte zum Diagramm und nicht zum Arbeitsblatt gehören. Dann erstellen Sie die Objekte und machen abschließend die Probe aufs Exempel, indem Sie das Diagramm verschieben.